Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rome Total War 2. Nee, Total War Rome 2 heißt es. Und ja, ich möchte die Kampagne spielen, ja, aber ich will vorher einmal eine Schlacht machen. Weil ich möchte einfach mal ein Gefecht gesehen haben. Und dazu will ich einfach mal eins der ersten historischen Schlachten machen. Oh nee, die dauern zu lange, glaube ich. Nein. Und zwar Karthago. Die hat man ja im Intro gesehen, die Schlacht. Und ich denke, das könnte eine richtig... Also, das heißt, das Intro habt ihr gar nicht mitgesehen, deswegen... Ja, das Intro könnt ihr euch ja vielleicht irgendwo anders angucken. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwelche Copyright Strikes oder sowas zu bekommen. Ach was, ich mache direkt die Kampagne. Neue Kampagne. Wenn ihr historische Schlachten sehen wollt, wie ich sie versage oder schaffe, dann... Meldet mir das. Mal sehen, womit wollen wir denn spielen? Ich glaube, germanische Stämme sind Nachfolger. Also die britischen und die griechischen Staaten will ich jetzt nicht spielen, denn Mr. Zocker, nee, Mr. XX Zocker XX oder irgendwie sowas, also die Let's Play WG, die machen da schon zwei Let's Plays dazu, sind wahrscheinlich sogar besser als ich. Und da will ich da nicht versagen, also im direkten Vergleich. Die Kriegergesellschaft, plus 1 auf öffentliche Ordnung für Kriege gegen jede andere. Warte, für jeden Krieg gegen eine benachbarte Fraktion. Achso, plündern. Plus 20% Einkommen durch Plündern. Verachtung fremder Kulturen. Plus 25 Strafe auf öffentliche Ordnung durch Anwesenheit fremder Kulturen. Ehrwürdige Ältere. Plus 3% Besteuerung. Ui. Stammeskonflikte. Plus 10% Moral für alle Einheiten beim Kämpfen gegen barbare Fraktionen. Die Meldung hier oben in der Ecke könntet ihr getrost ignorieren, das ging um irgendein Fabelwesen, das sich auf ganz widerliche Weise und sowas. Die germanischen Stämme waren furchtlose Krieger, die dunklen und unwirtlichen Wälder ihrer Westentaschen. Was? Die germanischen Stämme waren furchtlose Krieger, die dunklen und unwirtlichen Wälder ihrer Westentasche. Oh! Google-Übersetzer. So, neue Kampagne. Ach, da sind wir ja schon. Oder wollen wir den Prolog? Die Belagerung von Capua. Verteidigungskampagne, die Invasion. Gefechtstutorial. Kampagnentutorial. Fortgeschrittenes Kampagnentutorial. Ich brauche eigentlich kein Tutorial. Neue Kampagne. Wir fangen mit den germanischen Stämmen an. Gibt's hier... Warte nochmal. Wieso überhaupt? Er hat doch nichts geschrieben. Ja. Smiley, smiley, smiley. So, hätten wir das geklärt. Also bei den Griechen gibt es drei Fraktionen. Bei den Mazedonien, also bei den Nachfolgen, gibt es Makedonen und Ägypter. Dann gibt's die gallischen Städte. Das ist Frankreich. Ich bin auch kein Franzose. Dann gibt es hier bei den Karthagen drei Dynastien bei Rom. Aber bei den Germanischen gibt es nur einen. Oh gut, dann ist die Wahl ja relativ einfach. Heidnische Götter, heidnische Gepflogenheiten, heidnische Kampfeslust. Ich will die Texte gar nicht vorlesen. Die Übersetzung ist bestimmt viel zu schlecht. Warte mal. Grafik. Extrem, extrem. Okay, ja, bei mir steht jetzt hier 920x1080, aber ihr seht, das sind 720p. Ich lade meine Sachen immer in 720p hoch, weil 1080p, das ist mir einfach viel zu lang gerendert und viel zu lang hochgeladen. Das lohnt für solche mäßig guten Let's Plays noch gar nicht. Gefechtsoberfläche, Einheiten, immer, ja, Flaggenmaßstab ist in Ordnung. Einheiten, das ist okay. Was sollte ich eigentlich machen? Okay, gut. Neue Kampagne. So. Süben.
Können wir nicht gleich mit Sachsen anfangen? Nein, 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 ich habe eine wichtige Sache vergessen. Ah! Wir sehen es gleich wieder. So, da sind wir wieder. Es gibt ja hier noch die Einstellung. Ich brauche keine Beraterhilfe. Ich bin auch so schlecht genug. KI-Bewegung habe ich keinen Bock drauf. 60 Minuten ist in Ordnung. Gefechts. Nee, jetzt. So. Ziele. Es gibt den militärischen Sieg. Haltet 110 Siedlungen. Reißt 50 verschiedene Siedlungen nieder oder raubt sie aus. Warum muss ich die ganze Zeit gehen? Also beherrscht die folgenden 6 Provinzen. Unterhaltet mindestens 180 Einheiten. Oha. Dann gibt es den wirtschaftlichen Sieg. Haltet 60 Siedlungen, reißt 30 verschiedene. Tolle wirtschaftlicher Sieg, reißt 30 Siedlungen nieder. Beherrscht die folgenden Provinzen, haltet die Handelsbeziehungen mit 20 Fraktionen aufrecht, haltet mindestens. Alter, das sind ja gigantische Ziele, die da gesetzt werden. Beherrscht die folgenden 6 Provinzen, entweder durch direkte oder militärisches Bündnis. Reicht folgendes Gebäude, Eiche der Türe, haltet mindestens eine Siedlung in 40 Provinzen, in denen eure Kultur dominiert. Oha. Also gut, das konnte man nochmal die Einheiten bloß auf Ultra stellen. Ultra! Unbegrenzter Videospeicher. Stimmt aber gar nicht. Was ist das denn? Vignettiert. Vignettiert ist ein Beleuchtungseffekt, bei dem das Licht an Rädern der Kamera reduziert wird. An den Rändern der Kamera reduziert wird. Nee. So, jetzt aber nach nur 6 Minuten, 6 fast 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten oder so, können wir endlich loslegen. Ich werde die Ladezeit mal skippen. Spiel hat Ladezeiten wie. Halten sich für überlegen, Schogun. Aber ihre Dekadenz macht sie schwach. Die Boi sind in der Nähe. Erlöst sie von ihrem Leid und beansprucht ihre Länder für unseren Stamm. Wenn wir nach Westen ziehen, haben wir die Chance, Gallier zu töten, wenn uns auch germanische Stämme im Weg stehen. Der Krieg liegt eurem Volk und die Stämme haben ständig Zwistigkeiten. Doch Krieg wird den Gegner offener für Verhandlungen machen. Doch euer Ziel sollte die Konföderation sein. Der Zusammenschluss der Stämme zu einem Stärkeren. Unter Führung der Sueben wird das germanische Volk aufsteigen und seine Feinde zerstören. Jawohl, ich werde Germanien einen, gegen Rom ziehen und die ganze Welt erobern. Zumindest den Teil der Welt, den man bereisen kann. Und das ist schon ganz schön viel. Das ist das Osmanische Reich. Also von Schottland bis zum Osmanischen Reich. Das ist schon eine Riesenecke der Welt. So, näher ran kann man nicht so rum. Also, stimmt meinen kühnen Plan zu. Aus bescheidenen Anfängen entstehen großartige Dinge. Macht einen ersten Schritt und erreicht einen Brückenkopf, von dem aus eure Kämpfe großartiges erreichen. Das ist dieselbe, das ist derselbe Text, den man auch bei Britannien hat, aber eine andere anderes Latein. Und da steht Audacibus annue coeptis. Coeptis. Ich weiß leider nicht, was das auf Deutsch bedeutet. Beherrscht 8 Siedlungen entweder durch direkten Besitz oder Militärbündnis. Eure Liste von Zielen wurde aus den Bonuszielen hinzugefügt. Okay. Für den Stamm! Bereit zum Kampf! Also wir haben hier Herbahnspeere, Keulenherbane, Herbanne, Herban, germanische Jugendliche. Oh, davon gibt's eine Menge bei mir. Als Verwaltungszentrum einer Region enthält eine Siedlung sowohl Handels- als auch Militärgebäude. Siedlungen. Ich mag mich daran erinnert zu haben, die Beraterhilfe ausgeschaltet zu haben. Nee, ich hab das Spiel ja mit Alter 4 beendet, um nicht den ewig langen Ladescreen, den ihr eben zum Glück nicht miterleben musstet, aber das waren gut 2 Minuten. So, Gefechtsschwierigkeit ist in Ordnung, CPU-Bewegungen brauche ich nicht sehen.
Eigentlich mag ich ja die Gefechte auch ohne Zeitbegrenzung, einfach um die KI durch Timing, also durch ewig langsames Timing zu verwirren. Das funktioniert auch. Zumindest hat es früher funktioniert. So, wir haben hier eine barbarische Stadt, die man zu einer befestigten Stadt aufrüsten könnte. Das kostet mich aber 6 Nahrung. Das brauchen wir gerade nicht. Dann gibt's hier nutzbares Land. Eigentlich würde ich ja ganz liebend gern die Engländer spielen, weil die einfach Streitwagen haben, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Ist ja nur eine geile Einheit. So, wir haben hier einen Kundschafter. Ihr Priesen, seid der Alpha. Wie kann ich euch helfen? Das nennt man, glaube ich, auch Spion. Ui, hat der eine riesen Reichweite. Nein, reitet mal. Ja, da habe ich eigentlich Krieg mit irgendwem. Der Schatten ist mein Freund. Es gibt doch Politik. Fraktionen. Achso, hier ist Fraktionsübersicht. Ja, hier kann ich meine Typen entsorgen. Hier unten. Statistik. Ja, gut, da gibt es noch nicht so viel zu sehen. Wo ist denn Politik? Details. Agentensicht. Gegenspionage. Technologien. Okay, kann ich mal die Forschung angucken. Hier gibt es Militär- und Ziviltechnologie. Die ist dann nochmal in 3 kleinere Bäume jeweils untergeteilt. Und wir fangen mal mit der Militärtechnologie an. Wir sind ja ein Kriegervolk. Na. Handel und Finanzen, Ziele, Technologie. Achso, Diplomatie ist das ganz letzte. So, hier haben wir eine schöne Diplomatiekarte. Süben. Krieg, okay, wir haben einen Krieg. Das erleichtert mir die... Oh, stimmt, hier ist ja auch eine rote Linie. Das erleichtert mir die Sache schon mal ungemein. Wie kann ich euch helfen? Nee, eher ausgeschafft. Ja. In Bewegung. Moment, gibt's denn eine Armee? An die Arbeit! In Bewegung! Bereit zum Kampf! Wir machen uns auf den Weg! Wie lautet euer nächster Befehl? Die Stadt können wir noch nicht ganz erreichen, also rekrutieren wir mal Truppen. Einheiten rekrutieren! Wir brauchen, glaube ich, ein paar mehr Jugendliche. Also, achso, wir haben ja schon eine Menge Fernkämpfer. Würde ich eher sagen, die Hunde sind... Von denen haben wir auch schon viele. So. So, holen wir uns von jedem einen, oder? Nö, 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 das klappt schon so. Nächste Runde stehen wir dann. Gepriesen sei der Allvater. Wie kann ich euch helfen? Setzt euch und dealt meine Feuer! Was zur Hölle laberst du? Für den Stamm! Okay, wenn ich jetzt auf Runde beenden drücke und irgendwas was vergessen habe, dann wird mir das Spiel das sagen. Aber ich habe nichts vergessen, nichts Wichtiges. Also wenn man Forschung oder sowas vergisst, dann erzählt einem das Spiel davon. Und ja, die Züge dauern ein bisschen, weil es sind über 100 Parteien. Oh, die Boy. Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Beendet diese Fehde. Wir bieten euch heute Frieden an oder morgen das Schwert. Kann ich sie zu einem Vasall machen oder zu einem... Aha. Nö? Jetzt, wo ich schon Krieg gegen euch habe? Na, geh ich doch nicht auf mit dem Krieg. Oh, ja, die haben gerade die Stadt ausgebaut. Das könnte die Eroberung etwas hinauszögern. Sie sollen vor uns niederkauern. Ah, da gibt es also jetzt doch eine Armee.
Lagerung. Niemand wird entkommen. Hier, dort werde ich nicht hingehen. Ah, stimmt, weil sie dann ja schon belagert hat. Naja. Der Allvater leitet meine Schritte. Ich könnte noch mehr. Verräter anwerben. Gift. Na, versuchen wir es mal mit Gift, oder? Kann ich nicht. Der Allvater verlangt Blut. Der nicht hat das, was ich beabsichtigte. Au! Sag mal, noch Blut geht's aber, oder? Eisen! Automatischer Angriff. Belagerungsangriff. Oh oh. Ich glaube, ich hätte vielleicht die Bauoption vorher einmal auswählen sollen. Versteckte Talente sind unnütz. Nero, römischer Kaiser. Ja, ja. Dein nicht verstecktes Talent war ja Feuerlegen. Ach, scheiße. Das ist automatisch auswählen, wenn er dich natürlich einen knappen Sieg davon tragen können. Aber so sehen wir jetzt eine Schlacht. Ich hoffe, ich kann auch ohne Belagerungsgeräten die Stadt einnehmen. Ansonsten wird das nämlich echt kacke. Komm, jetzt beendet schon endlich die Ladezeit. Guck mal, der kann mir Tooltip nach Tooltip anzeigen und ich kann sie auch noch alle durchlesen, weil die Ladezeit so lange ist. Endlich. Regen. Warten. Trocken. Aufstellung starten. Ach so, so bewegt man sich. Oh, die haben nicht mal eine richtige Befestigung. Ah, das macht das Erstürmen. Also sie haben hier schon eine Befestigung. Aber irgendwie haben sie hier keine Befestigung. Hier kann man die einfach hochmarschieren. Kann man hier auch wieder runter marschieren? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Odins Speere! Hat er Odins gesagt? Ich kenne die andere Aussprache-Version des Namens. Aber ich könnte auch von hier angreifen. Von hier unten, ne? Denn hier den Hügel hoch, über die Mauern klettern, wenn das geht. Wenn es nicht geht, habe ich echt ein Problem. Was sind das für Mauern eigentlich? Sind das Holzmauern? Also hier ist ein Tor. Na, drüben ist auch ein Tor. Ich glaube, ich werde meine Armee aufteilen. Was ist das für eine fiese Klippenabfolge hier? Wozu gibt es überhaupt Gruppen? Formation. Bleibt wie ihr seid! Formation, Bewegung! So. Dann haben wir die Trügen. Ja, die Truppe. Nee, dann nehme ich lieber der Hirsch. Der Hirsch ist eigentlich auch nicht schlecht. So. Mal sehen, wie die KI darauf reagiert. Siegpunkte, Haus des Stammesführers, gehalten von Boden. Bewegung!
Oh, stimmt. Man kann ja jetzt Einheiten nicht mehr so einfach sehen. Ah, ich wollte gar nicht so ran nachher. Also, was ich mir gerade mal so denke, ist, wenn ich hier oben Schützen draufstelle, dann haben die Typen auf den Mauern echt verkackt. Germanische Jugendliche! Jetzt wirklich da hochrennen. Wisst ihr was, Leute? Ihr lauft da viel zu nah ran. Die haben echt schreckliche Akzente. Rückt aus! Ich meine, vielleicht haben die ja mal so gesprochen, aber... Können die nicht etwas barbarischer klingen? Barbarischer klingen. So, kann ich mit dem eigentlich... Das Tor könnte ich angreifen. Also da habe ich es mir jetzt gerade, glaube ich, unnötig schwer gemacht, weil ich keine Artillerie mit keine Belagerungswaffe mitgebracht habe. Nein, ich kann hier nicht drunter gehen. Schade. Jugendliche! Man kann ja die Geschwindigkeit erhöhen, oder? Ah, das wird jetzt wohl durch Symbole signalisiert, oder wie? Das Grüne heißt wohl, dass sie nicht so erschöpft sind, oder wie? Ja, frisch. Die feiern. Germanische Krieger! Germanische Jugendliche! Keltische Plänkler, sind das Schützen? Sehr leichte Geschossinfanterie. Aha, jetzt stecken meine Feuer ein. Bewegt euch! Wir stecken ihnen mitten ins Herz! Nicht das! Eulenherrmanne! Oh, yeah. Das sorgt für ordentlich. Germanische Jugendliche! Ey, was macht ihr da? Bewegung! Ich glaube, ich könnte sie auch einfach ineinander aufstellen. Ich habe eine Idee, wenn die letzte Einheit gleich anfangen wird zu fliehen. Was sind das eigentlich?
sind auch Plänkler. Das sind auch Plänkler. Also wenn die letzte Einheit gleich flieht, dann komme ich denen entgegen und versuche dann einzufallen, während sie rausfallen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Nee, das wird nichts. Was ist, wenn ich meine Männer hier aufstelle? Ach komm, hör auf, die Kamera so zu drehen. Plus ist raus und Minus ist reinzoomen. Germanische Jugendliche! Die fliehen, sind erschüttert. Nee, das wird nicht klappen, das dachte ich mir schon irgendwie. Im Namen Germaniens! Rückt aus! Bereit! Komm. So. Ja, sie wanken. Erschüttert. Mann, ihr Verfluchten! Bewegt euch! Wie die Formation sich ändert. Geschosskrieger! Eulenhelmmanne! Kommt, öffnet das verkackte Tor, um zu fliehen. Ihr wollt mich wohl veräppeln, oder? Das Tor ist offen. Zerstückeln Sie! Heulen Helmbande! Ich wollte gerade sagen, die fliegen doch komisch, die Fackeln, aber dabei sind nur ihre Köpfe, also die Fackelköpfe sind das eigentlich nur. So, wenn ich so aufstelle, dann dürfte es am meisten bringen. Das wird ein langes Video, das kann ich euch versprechen. Ich werde jetzt nämlich während der Schlacht einen Schnitt machen und sowas. Was ist hier verkehrt? Treffen sie das Tor nicht, weil sie immer nur den Boden im Tor treffen. Ich fürchte es fast. Oh, man kann den Pfeil tasten. Wieso wusste ich, dass so eine Scheißaktion kommt? Na gut, ich hab's nicht gewusst, ich hab's befürchtet. Die haben fast keine Muni mehr.
gnadenlose Krieger! Was war das? Wenn ihr euch umdreht, verstehe ich euch vielleicht besser. Bringt sie zur Strecke! Oh, brennt es jetzt? Aber im Moment ist das Tor ja offen. Aber deswegen sollte ich doch eigentlich einfach durchmarschieren können. Theo! Zerstückelt sie! Och, komm schon. Das ist ein elendes... Das überhaupt jemand Beta getestet? Söhne Odins! Haben einen Mann bereits verloren. Wow. Heulen Hermanne! Handelt stolz im Namen Germaniens! Jetzt müssen wir warten, bis das Tor abgebrannt ist. Um einfach nur dorthin zu kommen. Aha. Jetzt geht's zu, um wieder aufzugehen. Wir sind der Forst! Formation. Ach nein. Eher die Bärenformation. Odin wacht über uns! Okay, ich marschiere einfach direkt hier hin. Hahaha, kann man eigentlich noch in die Ego-Sicht gehen? Haha, das ist doch ein cooler Ausschnitt. Komm, ich will sie plantieren. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, ihr. Ihr lauft hier hin.
Jugendliche! Los, euch! Zurück! Kämpft ein anderes Mal weiter! Die Kämpfer sind bereit! Kämpfen! Jugendliche! Speere! Ihr habt unsere Speere! Germanische Krieger! Kapitän! Was? Nein! Ja, bei mir sind also Sieg. Na gut. Gefecht beendet. Optio. Also, das war nicht besonders schwer. Ja, ich habe es mir schwerer gemacht, als es war. Das Gefechtsdauer war nur eine Viertelstunde. Ey, das ist doch gar nicht so lang gewesen. Wir sehen uns nach diesem Ladescreen wieder. So, da sind wir wieder. So, wir haben den Feind besiegt. So, wir werden das unserem erhaltenes Geld Instabilität der Provinz minus 40. Das heißt, die Instabilität nimmt ab. Das ist sehr gut. Minus 35. Das kann ich auch plündern. Erhöht. Dieser pflichtbewusste Mann hat einen großen Erfahrungssatz und feilt weiter an seinen Fertigkeiten. Krieger! Hötet! Achso, stimmt, es gibt ja mehrere Siedlungen pro Provinz. Ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte, wir werden diese Siedlung für den Stamm annehmen. Diese Seidlung. Ach so. Ach so. Ich sehne mich nach einem Kampf. Aha, da habe ich jetzt ja schon Provinzinstabilität minus 105 oder so. Stadtzentrum, Landwirtschaft, Industrie, religiös. Wir haben erstmal. Kiros machen wir. Nutzbares Land. Why not? Setzt euch und teilt mein Voll. Dass er jetzt da hinten hinmarschiert, das stört mich irgendwie, weil der könnte jetzt nächste Runde dorthin angreifen, aber naja. Ja. Dort werde ich nicht hingehen. Sehr gut. So, hier haben wir jetzt, dieses Gebäude kann verbessert werden. Stadt erweitern. Machen wir hier mal ein Stadtzentrum und geben den ganzen. Hey. Denke mal Pferdestelle, weil Kavallerie ist doch eigentlich was ganz Nützliches. Und Gott, was war mit Forschung? Braucht noch eine Runde. Oh, wir haben minus 2 Nahrung. Das ist nicht gut. Warnung, möchte diese Runde werden können. Die Streite der Verlierers. Karl. Ach, da unten. Generaldetails. Plünderer, den Siegern die Beute. Kriegsheilig. Diese Charakter hat keine Ehefrau. Okay, also Krieger plus 1 Hingabe, plus 1 Autorität, plus 1 List.
Kommandant. Ja, wir nehmen das plus 1 Autorität. Was auch immer das bringt. Bestimmt war es jetzt totale Verschwendung. Ach was. Machen wir die ganzen Runden hindurch. Huch, er ist abgehauen. Na gut, bei der nächsten Belagerung werde ich bestimmt nicht vergessen, die Dingsens zu machen. Die Belagerungswerkzeuge oder sowas vorzubereiten, falls ich das kann. Vielleicht konnte ich das ja gar nicht. Oder auf jeden Fall werde ich sabotieren. Nachschubsuche. Ein Mann, der sich jederorts selbst ernähren kann, fällt der Kampagne nicht zur Last. Ihr habt eine technologische Weiterentwicklung erzählt, die eure Vorteile. Okay. Wir machen uns auf den Weg. Ich bin das Messer im Dunkeln. Ja. An die Arbeit. Ein Attentat. Versuchen wir es nochmal mit Gift. Kommen. Okay, euer Spion hat das Essen des Feindes vergiftet oder die Getränke. Macht das einen Unterschied? Der Tod erfolgte schnell. Dieser pflichtbewusste Mann hat seine Erfahrung schon mit mir messen. Gepriesen. So. Wie kann ich euch helfen? Agentendetail. So, wir können Hingabe, Autorität. Ich weiß nicht, was Autorität bei einem List. 6% Bewegungsreichweite oder Kampagnenkarte. Kritischen Erfolg bei allen Aktionen. Ja, doch. Na, dann ist Autorität da doch gar nicht so schlecht. Pilzgourmet. Attentatgift plus 5% Chance auf kritischen Erfolg. Ja. Ist doch was Schönes. Ich sehne mich nach einem Kampf. Hinten rekrutieren. Nö, ja, brauche ich nicht. Selten ein Heuer ist teuer. Ich habe ein bisschen Geld. Ich will auch ein ordentliches Budget eigentlich immer übrig haben. So eine Kriegskasse, falls es mal nötig wird. So, ja, können weiter forschen. Belagerung. Notfallmaßnahmen. Macht einen Linksklick, um diese Technologie zu erforschen. Moment, das heißt, wenn ich hier warte, kommt da noch was? Nein. Achso, links steht es. Minus 20% Verluste durch Verschleiß unter Belagerung. Ermöglicht den Bau von Holzarbeitern. Oder wir erforschen erstmal die zivilen Technologien. Plus ein Wohlstand durch Landwirtschaft aller Regionen ermöglicht den Bau von Rinderhof. Ach komm, machen wir das erstmal. Wollen wir am Anfang nochmal eine leichte Balance halten. Die haben doch jetzt gar keinen General mehr, oder? Okay. Viehstall. Achso, und da kann man den Rinderhof drauf machen. Reservoir. Felder. Ja. Und Runde beenden. Ich hoffe, man kann jetzt hier Städte vergrößern, ohne dass man riesen Nahrungsmengen bezahlen muss. Weil das war in Shogun 2 immer so ein stark limitierender Faktor, dass man nur wenige große Städte haben konnte. Weil das Ausbauen war teuer, dauerte lange und kostete Nahrung. Hup. Es wäre für uns alle gut, wenn wir von heutigen Tag an Handeln betreiben. Nun? Auch wenn ich nicht verstehe, warum ihr wollt, dass ich zahle. Na gut. Ha, sie nehmen es auch an, wenn ich nicht zahle. Gierige Gierlappen. Und wenn die sich jetzt auch ausbauen und eine Mauer bekommen, kriege ich eine Krise. Ich erwarte eure Befehle. Wie kann ich euch helfen?
Brunnen vergiften. Ja, er ist ein Giftmischer. Erledigen. Der Spion hat das Wasser der feindlichen Stadt vergiftet. Für den Allerhöchsten. Ja. Dies ist ein großer Tag. Sie sollen vor uns niederkauern. Ja. Verteidiger, Prinzhauptstadtgebäude in hoher Stufe erhältlich. Umstellen. So. Die Siedlung wird belagert. Wie kann ich euch helfen? So, mal sehen. Autorität, Unruhe stiften, minus 20 öffentliche Ordnung. Befehle abfangen, plus eine feindliche Information entdeckt. Attentat verendet, Verräter anwerben, plus 10% überzeugen, Chance auf Erfolg. Yes, Agenten aus, Bewegungsreichweite auf Kampagnenkarte. Ich möchte mal den auch auf List erhöhen, weil ich möchte ja nicht, dass er von einem Agenten oder so getötet wird. Angriff! Blut und Eisen! Mal sehen. Der kann nur 1000 aufstellen, ich kann 2000 aufstellen. Oder ich umstell's und da die Stadt, die Besiedlung in Sturm anzugreifen nehmen, könnt ihr sie belagern. Ihr könnt, wenn die Runden belagern wird, kapitulieren. Okay, dann belagere ich sie mal noch ein bisschen. Ja, mit Pfeiltasten. Okay, hier Gemeinschaft, Vorratsgrube, Wohlstand durch Subsistenz, minus 10% Verluste durch Verschleiß unter Belagerung, plus 15% Wohlstand durch Gebäudeviehhaltung, und hier 150% Wohlstand durch Handel, Wohlstand durch Gebäude und Landwirtschaft, die angestellt gar nicht so, nur 2 Stammeskrieger, das bringen die anderen, Moral der Einheiten bei Rekrutierung. Ui. Das Festung des Stammesfürsten bringt schon was. Und wie kann ich die bauen? Achso, dazu muss ich Forschung. Dann mache ich erstmal Bauernmarkt, weil das bringt mir Handel und Wohlstand. Und Verluste durch Verschleiß und Belagerung. Ach, wann werde ich schon belagert? Na gut, eigentlich ständig. Das muss man sagen. Na komm, machen wir eine Vorratsgrube. Moment, ist das alles eine... Ist Sauben eine riesige Provinz, die verschiedenen Leuten gehört? Oder wie soll ich das verstehen? Das hier ist ja nur ein Teil der Provinz. Finden wir es heraus. Für den Sturm! Beenden wir die Runde. Kein Krieger will im Kampf allein da stehen. Sollen wir nicht Schwertbrüder sein und aufeinander Acht geben? Meint das die jetzt? Oder wie? Lugir. Die Lugir wollen einen Nicht-Angriffspakt. Vielleicht kann ich ihnen ein Gegenangebot machen.
Und wir nehmen ein Militärbündnis. Nee, oder? Militärisches Bündnis. Ist immer gut, Bündnispartner zu haben. Ah, da, stimmt, ich sehe es hier. Sybia. Die beiden werde ich gleich noch erobern. Das, glaube ich, steht ziemlich fest. Die mache ich vielleicht zu Versailles oder so. Sag mal. Oh, also dieses Gebiet hier oder so, das könnte ich mir schon gut erobert vorstellen. Gold, das Große. Nee, dann nicht. Mein Volk hat sich auf ein Festessen gefreut. Doch mit eurer ziegenhaften Sturheit habt ihr ihm den Appetit verdorben. Oh, es tut mir aber leid. Ich erobere euch bald, dann gibt's Festessen für mich. Dann ist das doch ein kleiner Ausgleich, oder? Keltisches Feldsystem. Ihr habt eine Technologie. Okay. Lupfrodun. Niemand weiß, woher die Seuche kam, oder was? Oder... Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Es gibt bereits unzählige Tote und sie breiten sich immer weiter aus. Die Überlebenden sind in Angst und Schrecken versetzt. Nikola Wirtschaft... Nein! Aber die Soldaten sterben immerhin nicht. Das ist gut. Ziele? Alle? Die beiden Städte sind das, oder? Ja, die beiden Städte werde ich mir gleich einverleiben, nachdem ich hier mit dem Bund fertig bin. Für den Allvater! Niemand wird entkommen! Das sind mir hier zu viele Verluste. Entscheidender Sieg. Aggressive Stellung, ausgeglichene Stellung, Schutzstellung. So, besiegt. Krieger! Virbella! Bewegt euch! Ach komm! So, besetzt. Krieger! Die Streitkräfte der Boi. Diplomatie. Die Boi. Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten für mich, aber bitte lasst das. Sprecht von Fleisch, nicht von Honig. Okay, naja, ist deren Leben und so. Jetzt regenerieren wir uns hier mal ein bisschen. Oh, boah, das ist schön. Nein. Okay, gut. Reparieren. Reparieren. Ah, okay, stimmt. Das sind ja zwei Provinzen. Können wir hier eine neue Armee aussehen? Ja. Richtfried Kandidat. Also wie viel kriege ich? Ich kriege 2000 pro Stunde, oder wie? Voraussichtliches Einkommen, ja. Aktuelles Jahr. Achso. Leuthard. Anderer Stammesführer. Älterer Stammesführer. Aha. Älterer Stammesanführer. Den kann ich wie umsonst anheuern. Der hat die besten Statistiken. Und den kann ich für uns sonst anheuern. Armee aufstellen. Odins Speere. Schwertmeister. Adelsreiter. Diese stolzen Kämpfer strecken vor keinem Kampf zurück und sind gerissene Kommandanten. Sehr flatter sehen. Sind es Infanteristen oder ist es tatsächlich Kavallerie? Das will ich jetzt... Ah doch, das sind Kavalleristen, weil die haben ein Pferd mit dem Bild. Ja, das kann man Computerspielen nicht genau wissen, deswegen.
Einheit rekrutieren. Kommt, Männer! Kämpft für uns! So, das dauert 3 Runden. Und dann habe ich schon mal eine schöne eine kleine Armee. Es reicht, glaube ich, wenn ich. So. Geht mich jetzt zu der Kreuzung. Okay, kannst du noch nicht. Die Feuer der Sol. Setz euch die schrecklichen Berserker und setzt euch die Streiter der Friargardis. Und wenden. Okay, keine Technologie ausgewählt. Ah nein, falsch. So, was will ich denn jetzt forschen? Ah, Stammesrat. Wohlstand, politische Aktionskosten. Kriegerkodex. Ermöglicht die Bau von Nackenhöhle-Einheiten. Ich glaube, das ist ganz gut. So, erforschen wir erstmal das. Beenden wir die Runde. Das. Welche Runde kann ich eine? Ich sehne mich nach einem Kampf. Tradition. Ermöglicht den Bau mittlerer Belagerungsmaschinen. +3 Waffenstand für alle Geschosseinheiten. +3 Waffenstand für alle Nackenhäuser. Belagerungsexperten. Problem. So. Erlass. Wie soll ich das denn machen? Provinzerlasse. Migration. Öffentliche Ordnung ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Angesichts der Tatsache. Kann ich jetzt die Runde beenden? Ja! Endlich! Was ist denn das für ein komischer Haufen? Ah, es kommt zu einem Kampf. Das Gefecht spiele ich noch. Und danach mache ich erstmal das Spiel aus und mache was anderes. Und vielleicht gibt es irgendwann nochmal Gameplay hiervon. Vielleicht gibt es aber auch nie wieder Gameplay hiervon, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Aber das dürftet ihr bezweifeln. Die Kampagne weiß ich gar nicht, ob ich die ewig lange fortsetze. Aber auf jeden Fall werde ich Multiplayer-Gefechte und sowas zeigen, wenn ich im Multiplayer spiele. Und es wird auch beim nächsten Livestream mit Heiko wohl von diesem Spiel was geben. Also wenn jemand von euch da überhaupt zuguckt. Von einem oder zweien weiß ich es, glaube ich, dass wir es tun. Aber ich überspringe das kurz für euch. So, da sind wir wieder.
Da kommen sie her. Speere! So, wir haben einmal hier unsere Jugendlichen. Wir stechen ihnen mitten ins Herz. Ich würde sehr gerne mich auf freiem Feld oder sowas aufstellen. Ich komme mir da schnell und gerade nicht ganz recht. So. Hermann Sperre! Keulen Herbane! Ja, Shinuni, das Spiel ist draußen. Ihr dürftet das Tastengeklackere ziemlich deutlich hören, weil ich nehme das Ganze, den Sound, über meine Webcam auf. Die steht auf meinem Bildschirm, der steht auf meinem Schreibtisch und da ist auch meine Tastatur drauf. Und ich habe mich total vertippt. Ja, im Urlaub. Und das bei der wirtschaftlichen Lage. Hier kann man sich nirgendwo ordentlich aufstellen. Wir stehen heute gemeinsam hier, um gegen diesen Feind zu kämpfen. Er wird sich gnadenlos auf uns stürzen und mit allem kämpfen, was er hat. Wir müssen ihn zurückwerfen. Das ist nicht besonders viel, was er hat, das möchte ich mal so gesagt haben. Der Feind weiß natürlich nicht, wo ich bin, weil das haben die ja so eine Neuerung gemacht. Müsste so weit vorlaufen. Handelsstolz im Namen Germanien! Das gefällt mir gar nicht, wenn ihr so weit wegläuft. Kommt lieber zurück, bevor es zu spät ist. Herbandsperre! Odin wacht über uns! Gott und Willen! Germanische Jugendliche! Ach, Kavallerie versaut. Bereit! Gerben! Tanten Sie! Tanten Sie! Tanten Sie! Jugendliche! Vorwärts! Ganz ehrlich, ihr scheiß Jugendliche! Immer diese rebellischen Jugendlichen, nicht wahr? Nein, nicht ihr. Ach, ganz ehrlich. Germanische Jugendliche! Jetzt stecke ich hier Verluste ein. Kämpft ein anderes Mal weiter! Kämpfer! Unser General wird angegriffen! Geschosse bereit! Jugendliche! Erzitter vor uns! Rennt, ihr Verfluchter! Also...
so toll ich die Map jetzt auch finde, aber diese ganzen Engine und sowas, die sorgen dafür, dass die KI echt Aussetzer erhält. Bei allem. Nicht nur bei der gegnerischen Steuerungs-KI, sondern guck mal hier die Steinschleuderer. Die haben sich auf einen Punkt gestellt, das macht ja auch keinen Sinn. Der feindliche Turm wurde zerstört. Der feindliche Turm? Undurchdringbare Mauer. Naja, es gab keine Mauer, die man hätte zerstören können. Verteidigt erfolgreich eine Stadt ohne einen einzigen Siegespunkt während einer Kampagne in Festung zu. Ja, es gab ja auch nichts zum Erobern. Na gut, Gefecht beenden. Aber ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Anscheinend will das... Achso, ja klar, ich kann hier noch eine Entscheidung treffen. Ich die Gefangenen töten, versklaven oder freilassen will ich. Ich versklave sie erstmal für den Moment. Weil die zusätzlichen Arbeiter können wir derzeit gebrauchen. Na gut, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir haben die Boy vernichtet.